Namaste. Namaste, ich bin Deva Premal. Namaste, ich bin Miten. Willkommen zu unserer 21-tägigen Erforschung der magischen, mystischen Welt der Mantras. This is our love. Wir lieben Mantras. Sie haben uns schon so viel heilsame Freude und Transformation geschenkt. Vor allem, wenn wir sie mit Menschen auf der ganzen Welt teilen dürfen. Deshalb ist diese Mantra-Meditationsreise ein wunderbarer Weg, sie weiterzugeben. Du kannst diese Reise bei dir zu Hause machen und so für jedes der täglichen Mantras ein tieferes Verständnis und eine stärkere Verbundenheit entwickeln. Deva und ich haben unglaublich oft erlebt, wie gut es Menschen tut, Mantras zu chanten. So ist es uns wichtig, dass wir versuchen, die Mantras möglichst vielen Menschen nahe zu bringen. Deva und ich lieben das Gefühl, uns in unserem Leben auf den Schwingen der Mantras zu bewegen. Und es ist mittlerweile zu unserer Mission geworden, diese Schwingungen zu teilen. Unserer Erfahrung nach haben sie eine so ungeheuer kostbare Heilkraft. Und ich meine nicht bloß Heilung auf psychologischer Ebene, sondern auch in körperlicher Hinsicht. Diese Mantras bergen tatsächlich Kräfte, die sich spürbar auf deinen Körper auswirken. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass Klang eine Kraft innewohnt. Deshalb ist es nur natürlich, dass wir, indem wir den Klang verfeinern, eine bestimmte Reaktion im Körper auslösen können. Was mich an Mantras so berührt, ist, dass sie jeden von uns gleichermaßen ansprechen können. Wie du vielleicht weißt, sind sie auf Sanskrit, einer Sprache, die heute eigentlich niemand auf der Welt mehr als lebendige Sprache spricht. Aber es ist die eigentliche Muttersprache. Deshalb wird Sanskrit manchmal auch als matriarchalische Sprache bezeichnet. Und so sind wir alle auf die gleiche Weise damit verbunden. Sanskrit ist wie eine Sprache unserer Zellen. Wir verstehen sie auf einer ganz tiefen Ebene. Sie versetzt etwas in uns in Schwingung, wie es keine andere Sprache und kein anderer Klang leisten können. Es ist ganz egal, welche Weltanschauung wir haben, welcher Nationalität wir angehören oder welche Religion wir praktizieren. Es ist eine universale Klangsprache auf Zellebene. In dieser Hinsicht sind wir also alle eins. Wir werden dir für jedes Mantra die Übersetzung geben, aber im Grunde reicht einfach der pure Klang des Mantras, damit es seine positive Wirkung entfalten kann. Es geht darum, was wir bei dem jeweiligen Klang empfinden. Es geht darum, dass wir uns dafür öffnen, wie die Mantras uns persönlich berühren, was bei jedem Menschen unterschiedlich sein kann. Es geht um die Absicht, sich so intensiv wie möglich auf diese Meditation einzulassen. Und es geht darum, diese Klänge als die machtvollen, heilsamen Klänge zu respektieren, die sie sind. Genau. Wenn du mit Mantras noch nicht vertraut bist, möchtest du vielleicht etwas darüber erfahren, wie sie entstanden sind. Es ist interessant, dass diese Klänge vor vielen Jahrtausenden entdeckt wurden. Weise in Indien channelten sie, als sie erkannten, dass, wenn sie die Klänge verfeinerten und weiterentwickelten, ihr physischer als auch ihre metaphysischen Körper darauf reagierten. Es handelt sich um wissenschaftliche Forschung, die in der Moderne verschüttet war. Und Deva und ich spüren, dass wir Teil dieser Tradition sind, die mindestens 5000 Jahre zurückreicht. Während die Mantras heute von vielen benutzt werden, war das früher in Indien nicht der Fall, da die Mantras Eigentum der Brahmanen waren und im Geheimen weitergereicht wurden. Heute hingegen haben wir die Möglichkeit, sie selbst zu erfahren, und wir wollen dich genau dazu ermutigen, wenn wir jetzt unseren Sitz einnehmen. Setze dich mit geradem Rücken und klarer Absicht hin. Wir beginnen heute mit einem Mantra, das besonders elementar und universell ist, das Mantra Om. Tatsächlich beginnen die meisten Mantras mit dem Klang Om, weil dieser alle Energien des gesamten Universums umfasst und somit an sich fast schon genug ist.
Falls du nach diesen 21 Tagen wieder alles vergisst und dich bloß noch ans Om erinnerst, wird dich dieses kostbare Werkzeug überall hin begleiten und dir immer zur Verfügung stehen. Das Om wird auch als Keimsilbe bezeichnet. Eine Keimsilbe lässt sich nicht übersetzen. Om ist die Schwingung der Vereinigung von männlicher und weiblicher Energie. Man bezeichnet es auch als klanglosen Klang, als Klang des Universums. Es ist das kosmische Ja. Es gibt so viele Versuche, sich einer Übersetzung anzunähern, aber das ist unmöglich. Am besten ist es, das Om zu erfahren. Wir wollen heute den Klang Om ein paar Minuten lang miteinander chanten. Setze dich dafür mit aufrechtem Rücken hin und richte deine Intention darauf, dich während dieser Minuten ganz dem Klang zu öffnen, ganz präsent zu sein und zu spüren, wie er sich in deinem Körper anfühlt, wie er in dir schwingt. Chante laut genug, damit du wirklich die Vibration deiner Stimme spüren kannst, und gib dir genug Atem und Raum für das Mmm, sodass du nicht nur das O, sondern auch das Mmm erklingen lässt. So entsteht ein Energiekreislauf. Atme tief ein und chante Om bis zum Ende deiner Ausatmung. Dann atmest du wieder tief ein. Die Musik wird dich auf deiner Reise unterstützen. Am Ende dieser Meditation gib dir einige Augenblicke in Stille. Halte deine Augen noch geschlossen, bewege dich nicht, denn dies ist der Moment, wegen dem wir chanten, wenn der Frieden geschieht. Eine Stille, die voller Schwingung ist, voller Energie, voll der Lebensenergie, die wir mit dem Klang Om aufgeladen haben. So as we sit with closed eyes, während wir also mit geschlossenen Augen und geradem Rücken da sitzen, genießen wir allmählich einen Raum der Stille. Lass deinen Geist in den Hintergrund treten. Schiebe die Gedanken eine Weile beiseite. Lausche auf meine Stimme. Lausche auf die Geräusche in deinem Zimmer, während wir uns auf die Meditation vorbereiten. Und während wir so in Stille sitzen, atmen wir dreimal tief ein und aus.
Falls deine Augen geöffnet sind, dann schließe sie. Atme ganz natürlich. Mind is still. Dein Geist ist still. Thank you for sharing. Danke, dass du diese Meditation mit uns gemacht hast. Wir wünschen dir allen Segen und einen wunderschönen Tag oder Abend. All blessings to you. Namaste. Namaste.